Hallo und herzlich willkommen zum 43. Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Ich freue mich riesig, dass ich das Filmteam vom Social Spot Just in Case begrüßen darf. Das sind die Regisseurinnen Selina Albrecht, Insa Meyer, Alina Saltheim und die Producerin Lotte Ruf. Vielleicht könntet ihr euch selbst einmal kurz vorstellen. Schön, dass ihr da seid. Ja, hi. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass wir dabei sind. Ich mache einfach mal den Anfang. Mein Name ist Alina. Ich bin 27 Jahre alt und bin Teil des Teams Just in Case. Du hast es gerade schon gesagt, Teil der Regie, aber auch Teil des Set-Design-Teams. Das ist so ein bisschen die Besonderheit bei uns, dass wir halt beides gemacht haben. Als wir den Film gedreht haben, haben wir alle noch an der FH Dortmund Objekt- und Raumdesign studiert. Mittlerweile machen wir alle was anderes. Ich zum Beispiel arbeite mittlerweile in einem Escape Room und bin hier für die Kulissen zuständig. Und ich gebe einfach mal weiter. Dann würde ich übernehmen. Mein Name ist Celine. Ich war auch im Szenenbildteam mit dabei und studiere auch jetzt im Diplom Aufbau Szenenbild in Ludwigsburg an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Und genau, wie Alina auch, haben wir Regie und Szenenbild quasi so das erste Mal so Hand in Hand gearbeitet. Und da wir keine Darsteller oder Ähnliches hatten, waren wir dann quasi die Regisseurinnen dieses Sets. Ja, ich bin Ins, ich gehöre auch zu dem Szenenbild-Regie-Team und genau, eigentlich wurde jetzt auch schon viel gesagt. Ich bin jetzt mittlerweile in Berlin und studiere da im Bühnenbild meinen Master, aber mache auch weiterhin so Film-, Theater-, Installationen sehr übergreifend. Ja, mein Name ist Lotte Ruf, ich bin die Producerin von Just in Case. Ich habe Film und Sound an der FH Dortmund studiert und mache jetzt meinen Master in Film- und Fernsehproduktion an der Filmuni Babelsberg und habe das Projekt so ein bisschen begleitet und vor allem jetzt in der Auswertung quasi unter meine Fittiche genommen und freue mich sehr, Teil dieses Teams sein zu dürfen. Vielen Dank für eure Vorstellung. Nun zu einem Film, Just in Case. Der ist ja sehr kurz, aber er ist auf den Punkt. Er fasziniert sofort irgendwie. Ist er so lieblich, berührend und am Schluss bekommt man so einen Schlag in die Magengrube. Also es hat richtig Emotionen bei mir hervorgerufen. Großes Kompliment dafür. Wie ist die Idee zu dem Film entstanden? War es im Rahmen vom Studium? War es etwas außerhalb? Wie war da die Entstehungsgeschichte? Ich fange einfach mal an. Also eigentlich war die Idee, dass wir einfach mal Lust hatten, aus der Szenenbildperspektive einen Film zu machen und halt ein buntes Filmset zu machen mit einer Thematik, die uns halt auch sehr viel beschäftigt, weil gerade beim Szenenbild halt extrem viel Müll produziert wird und oft bauen wir halt Kulissen und die werden nach einem Drehtag komplett abgerissen. Und genau das wollten wir thematisieren, indem wir dann das zum Inhalt des Films gemacht haben und gleichzeitig halt auch das komplette Set aus Müll oder recycelten Materialien gebaut haben. Was für Material habt ihr da genommen? Vielleicht kann jemand anders darauf antworten. Mach einfach mal weiter. Also wir haben auf jeden Fall ganz viel Verpackungsmüll gesammelt, also Cornflakes-Packungen, alte Dosen, alles Mögliche. Da haben wir auch viel Unterstützung gehabt oder haben auch dazu aufgerufen, dass für uns mitgesammelt wird. Zum Teil waren das aber auch Dinge, die einfach von anderen Filmsets schon liegen geblieben sind. Also da gab es so einiges an der FH, was wir da auch noch verwerten konnten. Also das war so hauptsächlich das, was wir benutzt haben. Auch gerade die Farben sind natürlich auch wichtig bei dem Film. Und da haben wir auf jeden Fall alles genutzt, was wir noch so finden konnten und viele Dinge, die einfach schon an der FH waren oder auch in unserem Fundus. Also da hat sich auch so über die Jahre einiges angesammelt. Ich hatte vorhin mal auf euren Instagram-Account geschaut und da sieht man ja so ein bisschen hinter die Kulissen und ich fand das total beeindruckend, was für eine Wirkung diese relativ kleinen Kulissen dann haben und mit wie viel Liebe zum Detail ihr die erstellt habt. Vielleicht an Celine, gab es da Vorbilder für die Maschinen und für die Produktionsabläufe? Habt ihr euch da irgendwo Inspiration geholt?
Ich glaube tatsächlich, Vorbilder für die Maschinen hatten wir nicht genau. Also es waren am Ende waren es zwei Sets. Also einmal das bunte Fabrikset vom Innern der Fabrik ist quasi in 1:1 Größe. Also das war im Studio dann so 5x4x3,50 Meter hoch. Und das zweite Modell war ein Miniaturset. Und eigentlich haben wir die Maschinen so uns überlegt, dass sie im Prinzip einen Prozess darstellen sollten, der einfach absurd, aufwendig und verrückt einen Käse verarbeitet und verpackt und irgendwie bearbeitet, dafür, dass er am Ende dann, ja, ich spoilere jetzt mal nicht. Genau, es ist nicht ganz klar, ob die Leute den Film schon gesehen haben oder erst nach dem Interview sehen. Genau. Lotte, kanntest du die drei schon aus Dortmund oder wie ist der Kontakt entstanden? Was hat dich daran gereizt, das zu producen? Also ich habe mit allen vorher schon mal gearbeitet und im Laufe unseres Studiums haben wir einige Projekte zusammen gemacht und Just in Case war ein sehr prominentes Projekt auch an der FH. Also wir haben uns auch bemüht, so in jedem Bereich die Besten der Besten zusammenzukriegen und ich glaube, das ist uns auch gelungen, auch was Kamera und Sound angeht und Licht, haben wir wirklich alles in Bewegung gesetzt, um da ja die Creme de la Creme der FH zusammenzuholen. Und ja, es war, also zum einen war es halt einfach riesig, das ganze Studio war voll und war in Blau- und Pinktönen sehr, sehr beeindruckend. Und ja, ich habe das alles immer so mitbekommen und habe gesagt, das ist so ein toller Spot, der so eine wichtige Botschaft hat, den müssen wir jetzt auch raus in die Welt bringen. Und ja, habe dann angeboten, dass ich mich um die Festivalauswertung kümmere und mache das jetzt schon fast ein Jahr und wir sind auch international ganz gut unterwegs und das freut mich sehr. Ihr habt auch schon einige Preise gewonnen, oder? Ja, wir haben den Talent Award des ADC Awards bekommen und haben sehr viele Publikumspreise auch gewonnen, was uns immer sehr freut. Und ja, sind auch noch eine Weile auf Festivals unterwegs und vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Preise. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es riecht nach einem Abräumer. Und wie viele Tage, wie viele Drehtage und wie viele Aufbautage, also wie viel Zeit steckte in dem Film drin? Von der Besorgung der Materialien, der Aufbau, wie viele Drehtage waren es dann letztlich? Also wir hatten das ja ein bisschen aufgeteilt. Dadurch, dass wir auch zwei verschiedene Sets hatten, haben wir den ersten Teil, da waren wir ungefähr 6 Wochen im Filmstudio und haben gebaut, einfach nur, komplett durchgehend. Und dann haben wir eine Woche oder anderthalb, ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir dann gedreht. Und das war dann quasi nur der erste Teil. Und der andere Teil, den haben wir dann während Corona bei uns zu Hause mehr oder weniger gebaut und dann so zusammengestückelt. Und dann in so einer... Da hatten wir einen Kontakt, wo wir dann ein bisschen außerhalb in so einer, so ein Home-Studio quasi, wo wir das aufbauen konnten und da dann nochmal 2 Tage drehen konnten. Ja, es war während Corona dann natürlich auch alles ein bisschen schwierig, aber es hat echt gut geklappt. Und könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was über Sounddesign sagen, wie ihr da angegangen seid? Wer möchte? Ich kann sonst auch übernehmen. Also Sounddesign Sounddesign haben Henning Großmann und Henrik Schleiner übernommen. Die sind auch bei uns von der FH und haben da ihren auch Film und Sound, also Sound studiert. Und Henrik hat insbesondere die Musik, die Musik komplett komponiert für den Film. Es war uns sehr wichtig, dass es am Anfang irgendwie so eine besonders liebliche Musik darstellt, dass alles irgendwie so in so Watte gepackt ist sozusagen und es am Ende halt ziemlich krasser Cut gibt, um eben diese Stimmung zu brechen. Und da haben Henning und Henrik im Team einmal die Mischung und auch die einzelnen Sounds für die Maschinen so zusammengepackt, dass das bei rumgekommen ist, was es jetzt ist. Und zu eurem Titel Just in Case, also für mich klingt das so ein bisschen nach Wortspiel und Anspielungen. Könnt ihr erklären, was da bei euch so mitgeschwungen ist?
Also wir wollten, oder Alina? Ja, du kannst auch. Alles gut. Ich bin immer zu langsam, merke ich gerade. Aber alles gut. Mach ruhig. Ja, also wir hatten verschiedene Sachen drin. Also zum einen ging es um darum, wirklich irgendwie so ein paar Wortspiele aufzugreifen, wie so Just in Case, Verpackung. Ach, machen wir mal noch sicherheitshalber noch eine Verpackung drumrum. Oder wollt ihr Just in Case noch eine Plastiktüte mit? Wer weiß, ob ich es brauche. Oder auch ein bisschen Just in Case, also wie dieses Wort Verpackung in gewisser Weise. Oder auch, ja, manchmal hatten wir sowas wie Case, wie Käse. Also es gab irgendwie diverse, diverse Wortspiele, die da dran standen. Aber vor allem dieses, ja, wir produzieren sicherheitshalber mal noch so viel, damit die ganzen Regale voll sind. Und wir machen mal sicherheitshalber noch eine Plastikfolie drumherum, nicht das, was auch immer. Das wollten wir damit anspielen. Und vielleicht nochmal Alina. Glaubst du, du wirst in Zukunft mehr darauf achten, beim Szenenbild weniger verschwenderisch zu sein oder es bei der Produktion anzuregen, dass man vielleicht nachhaltiger oder mehr recycelte Materialien einsetzt? Ist das realistisch? Ja, also ich denke, das Problem dabei ist meistens, dass man nicht genug Platz hat, um Dinge zu lagern. Also ich glaube, der Gedanke ist auf jeden Fall immer da und an der FH war es auf jeden Fall auch immer so, dass man geguckt hat, was bleibt liegen bei irgendwelchen Sets, kann man das noch verwerten? Da hat man schon immer geguckt oder sich in irgendwelchen Gruppen connected, ob man irgendwelche Sachen weitergeben kann, die vielleicht nochmal eine Verwendung finden. Großes Problem ist aber, denke ich, immer dabei, dass die Sachen ja irgendwo zwischengelagert werden müssen und dann, wie das dann so oft ist, wenn man irgendwo ist, verschwindet man dann auch schnell mal wieder oder die Zeit im Studium geht dann doch schneller vorbei und dann muss sich auch irgendjemand um die Sachen kümmern. Deswegen, ich glaube, das ist immer so eines der Probleme, dass irgendwie so ein paar Lager fehlen, wo man vielleicht auch sich connecten kann und so ein paar Dinge nochmal weitergeben kann. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der Film oder der Spot einen da schon so ein bisschen zu anregt, dass man auch selber auch privat da so ein bisschen mehr nochmal drüber nachdenkt. Und es war ja auch nicht euer Anliegen, so mit dem Zeigefinger sozusagen die Leute zu einer Verhaltensänderung zu bringen. Könnt ihr dazu noch was sagen? Ja, voll. Also wir wollen auf keinen Fall sagen, das ist falsch, man darf keinen Müll mehr produzieren oder so. Ich glaube, keiner hat da die komplett weiße Weste und kann von sich behaupten, dass er da alles schon richtig macht. Aber wenn man vielleicht jemanden am Ende so ein bisschen zum Nachdenken anregt und der vielleicht beim nächsten Supermarktbesuch doch mal den Beutel von zu Hause mitbringt und keine Plastiktüte benutzt, dann hat das auf jeden Fall schon was gebracht und das wird uns schon freuen. Und dafür muss man jetzt nicht sein ganzes Leben umkrempeln und komplett nachhaltig leben. Das ist nicht das, was wir damit aussagen wollen. Gut. Ich bin dann am Ende meiner Fragen. Vielen, vielen Dank für euren tollen Film. Vielen Dank für eure Zeit. Und ich wünsche euch einfach viel Erfolg, viel Spaß mit euren weiteren Projekten. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder im realen Raum. Also, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Und vielleicht noch ein, ist noch an? Ja, es ist noch an. Noch ein letztes Wort. Viele Leute denken, das war, glaube ich, nicht aufgezeichnet, dass Just in Case animiert ist. Aber es ist nicht animiert. Das ist der springende Punkt. Also wir haben quasi dieses Set gebaut und es dann wirklich händisch gezogen und live abgefilmt. Weil das immer wieder so ein Missverständnis ist. Noch als Schlusswort vielleicht. Super, vielen Dank für diese Aufklärung. Ciao. Tschüss.